Nobody's ever talked to me like that before. You're hired. Die 7 schwierigsten Knobelaufgaben in Bewerbungsgesprächen. Riesige, erfolgreiche Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon interessieren sich nicht nur für die ganz normalen "Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?" Arten von Interviewfragen, wenn es um die Einstellung von Mitarbeitern geht. Diese Unternehmen sind unglaublich innovativ und der Interviewprozess auch. Glaubst du, du hast die notwendigen kreativen Fähigkeiten und den schnellen Verstand, um ihre herausfordernden Fragen zu lösen? Lass es uns herausfinden. Aber bevor wir deine Fähigkeiten testen, solltest du unbedingt unseren Kanal abonnieren und die kleine Benachrichtigungsglocke aktivieren, damit du keine Updates von der Sonnenseite des Lebens mehr verpasst. Beginnen wir mit einer Interviewfrage von Amazon. Ein 24 Meter langes Kabel hängt von der Spitze zweier Stangen, die beide 15 Meter hoch sind. Kannst du den Abstand zwischen diesen beiden Stangen auf einer Dezimalstelle bestimmen, wenn die Mitte des Kabels 3 Meter über dem Boden hängt? Du hast 20 Sekunden, um die richtige Antwort zu finden. Wenn das nicht genug ist, kannst du das Video pausieren, um mehr Zeit zum Nachdenken zu haben. Okay. Also, unser Kabel ist 3 Meter über dem Boden, richtig? Wenn du darüber nachdenkst, bedeutet das auch, dass dies 12 Meter von der Spitze der Stange ist. Die Stange ist 15 Meter hoch, also subtrahiere 3 davon, um 12 zu bekommen. Das Kabel ist 24 Meter lang, was bedeutet, dass die Hälfte davon 12 Meter lang ist. Damit die Mitte des Kabels 3 Meter über dem Boden hängt, muss es genau in der Mitte gefaltet werden. Das bedeutet, dass die Stangen tatsächlich 0 Meter voneinander entfernt sind. Siehst du? Es ist alles Logik. Dies ist ein wirklich kluger Schachzug von Amazon. Ich meine, mathematisch begabte Menschen können Formeln verwenden und versuchen, das Ergebnis zu berechnen. Aber solltest du nicht zuerst logisch darüber nachdenken? Dieser einfache Test ermöglicht es Amazon zu sehen, ob der potenzielle Mitarbeiter gedankenlos etablierte Methoden verwendet oder versucht, zuerst eine eigene kreative Lösung für ein Problem zu finden. Hast du dieses Rätsel geknackt? Wenn nicht, keine Sorge. Wir haben noch weitere auf Lager. Hier ist eine Interviewfrage von LinkedIn. Du bist in einem Raum mit 3 verschiedenen Lichtschaltern. Jeder von ihnen steuert eine von 3 Glühbirnen im nächsten Raum. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, welcher Schalter welche Glühbirne steuert. Du beginnst mit ausgeschalteten Lichtern und du kannst den anderen Raum nur einmal besichtigen. Die große Frage ist, wie würdest du feststellen, welche Schalter an welche Lampe angeschlossen sind? Lass dir Zeit. Lass uns zuerst Namen vergeben, um es einfacher zu machen. Schalter A, B und C. Lass Schalter A aus und Schalter B für ca. 10 Minuten ein. Schalte es dann aus und schalte C ein. Nachdem du das alles erledigt hast, gehe in den Raum. Die kalte Glühbirne ist mit Schalter A verbunden, die warme, aber nicht erleuchtete Lampe wird durch Schalter B gesteuert. Und die eingeschaltete Lampe ist offensichtlich für Schalter C. So einfach ist das. Diese Knobelaufgabe zeigt, ob du kreativ denkst und dich bei eventuellen Hindernissen zurechtfinden kannst. Diese Herausforderung zu bestehen bedeutet, dass du ein unkonventioneller Denker bist, der in der Tat sehr selten ist. Glückwunsch! Sehen wir nun, wie du bei dieser Interviewfrage von Adobe abschneidest. Du hast 50 Motorräder und jedes von ihnen hat eine Tankkapazität von 100 Kilometern. Was ist das Weiteste, was du mit diesen 50 Motorrädern erreichen kannst? Überlege genau, bevor du antwortest. Zuerst würde man denken, nun, sie fahren bis zu 100 Kilometern mit einem vollen Tank. Also ist das die Antwort. Bam! Aber du musst über den Tellerrand hinausschauen. Schon vergessen? Also hier ist die Lösung, nach der Adobe sucht. Zuerst fährst du alle Motorräder
bis zu 50 Kilometern. Dann nimmst du das restliche Benzin von der Hälfte der Motorräder und gießt es in die andere Hälfte. Jetzt hast du nur 25 Motorräder, aber alle haben volle Tanks. Dann fährst du weitere 50 Kilometer und wiederholst den Schritt Benzintransfer erneut. Mit dieser Methode kannst du insgesamt rund 350 Kilometer reisen. Viel besser als nur 100 Kilometer, oder? Genau aus diesem Grund stellt Adobe diese Frage. Wenn dein einzigartiges Gehirn ein Problem lösen und eine effektivere und effizientere Lösung finden kann, dann wärst du ein echter Gewinn für das Unternehmen. Macht Sinn, oder? Weiter mit dieser Bewerberfrage von Microsoft. Stell dir vor, du hast 1000 Saftflaschen. Wow, Jackpot! Oh, aber es gibt einen Haken. Eine dieser Flaschen enthält ein super starkes, sehr bitterschmeckendes Gift. Wie kannst du in möglichst wenigen Schlücken herausfinden, welches ist? Die Zeit läuft. Ob du es glaubst oder nicht, du brauchst nur 10 Schlucke. Gib als erstes einen Tropfen aus 500 Flaschen in eine Tasse und nimm einen Schluck. Denk dran, das Gift ist stark, sodass du sofort sagen kannst, ob es in einer dieser 500 Flaschen ist, weil deine Zubereitung bitter schmecken würde. Wenn dies der Fall ist, mach dasselbe für 250 Flaschen, dann 125 und so weiter. Wenn du sie weiter aufteilst, um die vergiftete Flasche auszuschließen, kannst du es in etwa 10 Schlucken herausfinden. Kinderleicht. Diese Frage testet deine Fähigkeit, einen schnelleren Weg zu einer Lösung zu finden. Die Arbeit in einem großen Unternehmen geht Hand in Hand mit Situationen, in denen du schnell handeln musst und nur wenig Zeit hast, um herauszufinden, was zu tun ist. Deine Antwort auf diese Frage gibt Microsoft eine gute Vorstellung davon, wozu du in der Lage bist. Okay, ich denke, wir hatten genug Mathe. Versuchen wir eine einfache Google-Frage. Warum sind Kanaldeckel rund? Ja, Google stellt hier richtige Fragen. Und deine 20 Sekunden beginnen jetzt. Die runde Form von Kanaldeckeln ist offensichtlich, wenn man logisch darüber nachdenkt. Das ist die einzige Form, die nicht durch sich selbst fallen kann. So kannst du sicher sein, dass die Abdeckung niemals versehentlich in das Loch fallen wird. Diese Frage zeigt Google, ob du einen kühlen Kopf bewahren kannst und die Dinge nicht überanalysierst. Wie man so schön sagt, ist die einfachste Entscheidung in der Regel die richtige. Aber mach es dir nicht zu bequem. Die Interviewfrage von Facebook ist etwas härter. Du wurdest von einem Gangster entführt. Und anscheinend liebt dieser Psychopath das russische Roulette. Sheesh, Facebook, dunkel viel. Lass uns die Dinge auflockern und sagen, der Entführer benutzt Gummigeschosse, nur um euch Angst zu machen. Jedenfalls lädt er nacheinander zwei Kugeln in einen leeren 6-runden Revolver, dreht ihn, richtet ihn auf dich und schießt. Klick. Du wurdest nicht getroffen. Puh. Gleich danach stellt er dir eine einfache Frage. Willst du, dass ich es noch einmal drehe und abfeuere oder einfach den Auslöser betätige? Welche Option würdest du wählen und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du für jedes Szenario getroffen wirst? Denk drüber nach. Gerne kannst du das Video pausieren, wenn du mehr Zeit brauchst. Was hast du gewählt, drehen oder direkt feuern? Lass uns gemeinsam darüber nachdenken. Die zwei Gummigeschosse wurden eins nach dem anderen geladen, richtig? Es gibt also grundsätzlich 4 Möglichkeiten, den 6-runden Revolver so zu arrangieren, dass der erste Schuss leer ist. Leer, Kugel, Kugel, leer, leer, leer. Leer, leer, Kugel, Kugel, leer, leer. Leer, 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 Kugel, Kugel, leer.
oder leer, 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 Kugel, Kugel. Wenn man das alles bedenkt, ist die Wahrscheinlichkeit, sofort getroffen zu werden, 1 zu 4 oder einfach 25%. Aber wenn du den Revolver erneut drehst, änderst du alles und erhältst zwei zusätzliche Optionen, wenn die Kugel auf den ersten Schuss feuert. Kugel, Kugel, leer, 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 leer. Oder Kugel, leer, 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 Kugel. Und diesmal ist die Wahrscheinlichkeit 2 in 6 oder 33%. Also ist es besser, die Chance zu nutzen und ihm zu sagen, dass er die Waffe sofort abfeuern soll. Diese Frage zeigt insbesondere, wie gut du Ergebnisse vorhersagen kannst. Kannst du herausfinden, was am besten ist, indem du vorhersiehst, was in jedem möglichen Szenario passieren würde? Wenn du diese Frage richtig beantwortet und die gleiche Logik angewandt hast, kannst du das sicherlich. Nur ein kleiner Rat an Facebook. Vielleicht wählt ihr lieber ein etwas weniger gewalttätiges hypothetisches Szenario, um diese Fähigkeit zu testen. Okay, lasst uns die Dinge hier mit einer Interviewfrage von Apple abschließen. Es stehen drei Kisten vor dir. Eine von ihnen enthält nur Äpfel, eine andere nur Orangen und die dritte sowohl Äpfel als auch Orangen. Alle Kisten sind falsch gekennzeichnet. Schaffst du es, nur eine Schachtel zu öffnen, ein Stück Obst herauszunehmen, ohne in die Kiste zu schauen und trotzdem alle drei Schachteln korrekt zu beschriften, wenn du nur diese eine Frucht siehst? Nun, das ist deine Aufgabe und du hast 20 Sekunden Zeit, um deine Strategie herauszufinden. Der beste Weg wäre, in die Kiste mit der Bezeichnung Äpfel und Orangen zu schauen. Alle Beschriftungen sind falsch, richtig? Das heißt also, dass dort nur Äpfel oder nur Orangen sein können. Egal, ob du einen Apfel oder eine Orange herausnimmst, du würdest bereits die richtige Beschriftung kennen. Nehmen wir an, du hast eine Orange aus der Kiste genommen. Also versehen wir sie mit dem Etikett Orangen. Okay, dieser Teil ist fertig. Aber was ist mit den anderen beiden Boxen? Nun, wenn die Äpfelkiste noch immer falsch beschriftet ist und das Orangenetikett bereits auf der richtigen Box ist, dann muss diese Box sowohl Äpfel als auch Orangen enthalten. Was ist mit der letzten verbleibenden Box? Diese sollte nur mit Äpfel bezeichnet werden. Tada! Wie bei vielen dieser Aufgaben testet diese Frage deine Fähigkeit, außerhalb der Box zu denken. Haha, kein Wortspiel beabsichtigt. Der Prozess der Eliminierung mit Hilfe von logischem Denken ist ein Muss für eine Person, die in einem riesigen Unternehmen arbeiten möchte. Wenn du es richtig gemacht hast, gute Arbeit! Apple wäre glücklich, dich als Angestellten zu haben. Wie viele dieser Fragen hast du richtig beantwortet? Und welche Frage war für dich am schwierigsten? Sag es uns in den Kommentaren! Wenn dir dieser kleine Test gefallen hat, dann gib dem Video ein Gefällt mir und fordere alle deine Freunde heraus, indem du es an sie weiterschickst. Abonniere unseren Kanal und bleib mit uns auf der Sonnenseite des Lebens. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.